Baro Ketir ist wieder da. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Solchak99 und ich zeige euch, was der Voigt-Händler diesmal für die Konsolenspiele hat. Ja, dann gehe ich mal hin. Oh, diesmal hier. Ja, das Strata-Relais auf der Erde. Halt, was auch ziemlich cool aussieht. Ja, dann mal schauen, was der Voigt-Händler diesmal ein Angebot hat. I can tell you will appreciate what I have today. So. Einmal das Axie-Relikt A5. Was das Vasto-Relikt oder AK-Vasto-Relikt beinhaltet, was noch, solange die Prime World offen ist, noch dieses Relikt noch zur Verfügung zum Farmen ist, halt. Dann Beinplatte Hakona Wraith, das sind Event-Beinplatten halt gewesen, die ja ziemlich interessant aussehen. Halt, das Event war noch dieses Schatten, Schatten des Stalkers oder dieses Akolyten-Event halt, wo die zum ersten Mal kamen halt. Da könnte man die zum ersten Mal kriegen. Dann gezähmte Salbe, 120% Schnittschaden für Gewehr. Dann Zinnober Sturm, Haltungsmod für die Klauen. Dann Astrale Zwielicht, Haltungsmod für die Gläfen. Und dann Temporial, Haltungsmod für die schwere Klingen. Dann Kittier Soulsize Sandana. Ja, das weihnachtliche Sandana halt, was auch wunderbar zu Warband Prime passt, weil er so schön, weil er schön eckig ist halt. So, dann. Ja, Glyphe Covered Cookie. Ja, Keks halt, als Cookie. So ein Covered-Bild halt. Dann dasselbe nochmal als Cupro. Dann die Prisma Angsturm. Der kleine handliche Korpus-Raketenwerfer mit einer schnellen Feuerrate. Dann die Prisma Kata. Halt, eine verbesserte Version von der normalen, die auch ziemlich gute Crit-Chance hat. Dann ja, die Zwillings-Krakatas Skin Tausan. Halt, dieser ägyptische Look kann man sagen, halt, wo man auch diesen Skin auch auf der Einzelnen anwenden kann. Anstatt nicht nur an den Zwillingen. Dann Prisma Uru Sandana, was ziemlich gut aussieht, halt, mit den Schuppenflechten und so. Ja, ich mag das. So, dann die Brustplatte Kitir. Was auch ziemlich gut aussieht, da mit einem kleinen holographischen Effekt. So, dann Schulterplatten-Kitier. Das sind so diese spitzen Schulterplatten, was wunderbar zu Warband Prime passt, diese Schulterplatten, finde ich. So, dann Beinplatten-Kitier. Das sind halt so die Beinplatten halt, die auch ziemlich nett aussehen. Dann, okay. Fellmuster Nexus. Für den Kupro halt, ja. Ein spezielles Fellmuster halt, was auch ziemlich nett aussieht. Gibt halt so einen netten Streifenlook halt. So, dann Fileskin Kitir. Das ist halt für die Bögen halt ein spezieller Fileskin, was so ein bisschen nach Kitir mäßig aussieht. Vorne die Spitze, hinten da, wo normalerweise, ja, diese Federn sind. So mit einem Kitir-Look. So, dann Stabwaffenskin Ampu. Ist halt ein spezieller Stabwaffenskin halt so, was auch ziemlich cool präsentiert wird vom Baro halt. Ich weiß nicht, ich mag diese Pose einfach, wie er so was hält, so was Kosmetisches, sondern so, hier, das ist was Cooles. So, dann Ampu Sugatra, das ist halt ein Schmuckstück, was man hier so sehen kann. So, dann, zack, was haben wir noch? So, Mantis-Skin Prisma. Für das Mantis-Raumschiff gibt es dieses tolle Prisma-Skin, was so schön aussieht. Und auch so dieses Flüssige da ziemlich gut darstellt. Dann Ohrschmuck-Kitir Atmos. Das sind diese Osterhasenohren für den Operator. Da sieht dann halt ein bisschen aus wie ein Osterhase. Finde ich halt. So, dann Ohrschmuck-Kitir. Das sind so diese kleinen Ohrringe halt als Paarweise. Die ich auch ziemlich cool finde. Dann Ohrschmuck-Kitir Solo. Das ist halt so, ja, nur ein Ohrring. So, sieht auch ziemlich nett aus, aber ich finde diese zwei Ohrringe viel besser als nur ein. So, dann Glyphe Baro Kitir ist halt nur ein einfaches Bild. So, und dann Fotorama-Szene Inaros Grab. Ja, so wie es sagt halt, für Fotoshooting halt. Wunderbar. Und zu guter Letzt Sande des Inaros Blaupaus. Das ist halt die Inaros-Quest. So. Nothing to your liking? So, und ja.
Das war's auch fürs Erste. Und falls ihr mal die Sachen verpassen solltet oder den Händler mal verpassen solltet, macht euch keine Sorgen. Der Händler wird diese Sachen irgendwann mal wieder ein Angebot haben. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch und ein gutes Rutsch ins neue Jahr. Bis bald und tschüss.